Mein Name ist Dr. Global. Ich behandle Pinky und Brain, ein hoffnungsloser Fall. Betrachten wir mal Patient Peter mal genauer an. Video Play. Ja, hallo Leute. Kurze Frage. Ihr kennt vielleicht oder der ein oder andere den Michael Baumgart. Ich nenne ihn hier ein Manipulant, outet sich. So, warum sage ich das? Ja, die Taktik von Arschlöchern, von Riesenarschlöchern und Lügenmanipulanten ist nun mal folgendes. Man sagt 2 bis 3 Mal die Wahrheit, dann sucht man sich etwas Banales heraus, also etwas völlig Unwichtiges. Wahrscheinlich ist darüber noch nicht mal geredet worden, sondern man macht es selbst zum Thema, um dieses Banale dann zum Existenziellen zu erheben. Denn das ist die Königsdisziplin der Dummen und der Idioten, die darauf reinfallen. Also in beiden Fällen dummer Abschaum. Aber noch schlimmer ist, wenn solche Leute wie der Michael Baumgart diese sublimalen Informationen, also das sind so Bilder, die man in Filmen kurz einblenden lässt, die kann man gar nicht wahrnehmen normalerweise, Leute lenken zu wollen, manipulieren zu wollen, dreckig, mies und hinterhältig manipulieren. So, diesmal hat sich dann der Michael Baumgart meinen Film genommen, also hier, mit dieser Sequenz hier, fing so an und hat dann meinen Film in seinen eingebaut und hat dann genau in diesem Beitrag solche Informationen eingebaut. Das machen nur, ja, Riesenarschlöcher, Arschlöcher und Lügenmanipulanten. Dreckige, miese Charaktere. Das muss man einfach wissen. Warum mache ich sowas? Und als mir das aufgefallen ist, brauchte ich mir den Film gar nicht zu Ende anschauen. Also, der Guru darf sich was aus Videos herauspicken und gilt nicht als Arschloch und Lügenmanipulator. Sehr interessant. Habe ich zwar mal gemacht, aber muss ich nicht drauf eingehen, das ist eh nur hanebüchener Schwachsinn. Aber klar, von Arschlöchern, von Lügenmanipulatoren kann man ja auch nichts anderes erwarten. Aber glaubt ihm, küsst ihm die Füße, saugt ihm den Schwanz, schluckt alles, was er euch gibt. Anscheinend hat der Patient Peter eine größere Persönlichkeitsstörung als Pinky, weil er ständig in der dritten Person über sich selbst labert. Nur hier, das ist sein Werk. Mit meinem Filmmaterial. Was sieht man hier? Ich lasse meine Normalgeschwindigkeit laufen. Habt das gesehen? Der eine oder andere vielleicht, der andere nicht, aber ich wiederhole es nochmal. Ah, jetzt habe ich es ein bisschen langsamer gemacht, hat man deutlicher gesehen. Nochmal langsamer. Das heißt, dieses Bild hat er ein paar Mal aufflackern lassen, um euch zu manipulieren. Wenn ihr diesem Enthüller, diesem Denunzianten glaubt. Dieses Popcorn-Trink-Cola-Studie ist eine Studie, deren Autor James V. Carey vorgab, eine Methode zur unbewussten Manipulation entdeckt zu haben. Sie erlangte ab dem 12. September 1957 große Bekanntheit und wurde erst 1962 als Erfindung eines Werbeunternehmers enttarnt. In einem Interview, das dann 1962 in der Zeitschrift Advertising Aid veröffentlicht wurde, offenbarte der Autor der vermeintlichen Is-Popcorn-Trink-Cola-Studie selbst, es habe sie nie gegeben. Einziger Zweck der Zeitungsente sei es gewesen, für ein umsatzschwaches Marketingunternehmen neue Kunden zu gewinnen, was auch mit gutem Erfolg funktioniert habe. Die Popcorn-Trink-Cola-Studie wurde in abgewandelter Form inzwischen tatsächlich durchgeführt und mehrfach wiederholt. Entscheidende Ergebnisse darüber, dass optische unterschwellige Werbung das menschliche Handeln unmittelbar beeinflusst, gab es lange Zeit nicht. Neuere Untersuchungen legen nahe, dass unterschwellige Werbung dann wirken kann, wenn sie zu momentanen Bedürfnissen der Rezipienten passt, also zum Beispiel die Werbung für ein Getränk bei durstigen Menschen. Mit anderen Worten, der Wirkungsgrad dieser Manipulationsmethode ist extrem minimal. Peter versucht abzulenken, aber von was?
Vielleicht ist das hier die Antwort. Die Szenen von Michael Baumgart Video, wo der Patient Peter einen weiten Bogen gemacht hat. Patient Peter will eine Frage stellen. Na gut, ausnahmsweise. Nur eine kleine Frage hätte ich dann noch gern. Wie man hier bei dieser Aufnahme sieht von dem Mond, ist links der Leuchtkreis, wo ich sage, das ist durch sich selbst erleuchtet, und rechts sieht man so einen Schatten. Warum kann man denn dann in dem Schatten die Vorderseite des Mondes sehen, wenn der Mond nicht transparent ist, wenn der Mond nicht durch sich selbst leuchtet? Vielleicht könnte mir das mal einer beantworten, wenn das durch Anstrahlung möglich sein sollte. Nur mal so am Rande. Wir sehen ihn bei Vollmond voll beleuchtet, bei Neumond seinen unbeleuchteten Teil und dazwischen bei Halbmond sehen wir den unbeleuchteten und beleuchteten Teil gleichzeitig von der Seite. Genauso, wie wenn Sie jemanden am Strand beobachten, der in der Sonne steht. Gehen Sie um ihn herum. Einmal sehen Sie seinen unbeleuchteten Teil. Neumond, dann seine vollbeleuchtete Vorderseite. Vollmond, und dazwischen von den Seiten Halbmond. Eine Woche nach Neumond erscheint er sowohl von unserem Beobachtungspunkt im Weltraum als auch von der Erde aus gesehen zur Hälfte von der Sonne beschienen. Dieser zunehmende Halbmond ist auf der rechten Seite hell. In der Halbmondphase steht der Mond in einem rechten Winkel zur Sonne. Jetzt kann man sowohl von der Tag- als auch von der Nachtseite der Erde aus genau eine beleuchtete und eine unbeleuchtete Mondseite beobachten. Weil sich der Standort des Strichmännchens aufgrund der Erdrotation von der Tag- in die Nachtseite dreht, ist der zunehmende Halbmond für unseren Beobachter nur während der zweiten Taghälfte. Danke fürs Anschauen.